So Leute, herzlich willkommen zurück zur neuen Runde von Stellaris. Wir machen gleich mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar sind wir gerade dabei, unseren lieben Nachbarn hier das Otaga Alliance Regime oder Empire oder wie auch immer, die fertig zu machen. Ganz einfach und simpel. Die sehen recht komisch aus, die Typen. Deren militärische Stärke ist erbärmlich, weil wir in der letzten Folge ja die Flotte komplett zu Kleinholz geschlagen haben. Was auch kein Wunder ist mit so einer riesen Flotte. 4,6k Angriff haben wir. Hauptsächlich Zerstörer haben wir da drin. Und dann haben wir hier sogar noch unseren anderen Vasallen-Dude. Der hat Plünderschiffe. Ist ja lustig. Der hat hauptsächlich noch Korvetten. Also sind wir selbst bei dem sogar noch ein Stück voraus. Ups. Mal gucken. Wie viel brauchen wir eigentlich? Steht es irgendwo? Wir haben schon sehr viele Kriegspunkte. Ich weiß jetzt nicht, ab einem bestimmten Punkt werden die, denke ich mal, auch sagen, ja, okay, ihr habt gewonnen. Gucken wir mal. Ui, bumm. Ich hoffe mal, wir verlieren jetzt nicht noch extra irgendwie. So, unser Forschungsschiff kann mal hier die. Oh. Ach, der ist schon da. Okay. Dann mach du einfach hier mal weiter und kunde die Systeme. Während die jetzt hier noch deren Raumhafen fertig machen. Sind jetzt noch die anderen auch noch mit bei, die haben so eine lila Laser. Ich weiß gar nicht, welche stärker sind, theoretisch. Gleich weiter. So. So, wir kriegen immer mehr Punkte, weil wir jetzt hier mal auch eine Flotte erstellen. Wir nehmen mal einen raus. Du bomb mal deren Planeten zu. Ich hoffe, es macht nur einer. Der ist jetzt dabei, den Planeten zu bebomben. Kriegen wir auch noch ein bisschen mehr Punkte. Nee, da haben wir noch zu wenig. Alles klar, der will nicht. Oh, sein Forschungsschiff. Das war nicht klug. Dann komm du mal her. Erforscht das erstmal. Ja, hier hat er alles erforscht. Wetterbomben. Gehen wir hier hin. Ups, kann man hier sehen?
Ich glaube, hier hat er auch einen Planeten. Alles klar. Geht mal gleich hier hin. So. Muss ein bisschen auf unsere Energie aufpassen. Die sieht immer noch nicht so gut aus. Mal am besten mal wieder ein bisschen handeln bei ihnen hier. Wollen Energie haben. Ein bisschen mehr. Du kriegst dafür Mineralien. Wir haben extrem viel, von daher. Und wir können auch immer nur 15.000 lagern, also alles gut. Machen wir auch wieder ein bisschen mehr Credits, alles schick. So, die greifen das ja gleich an, dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Das können wir verbessern. Können wir die wegmachen? Ja. Wir brauchen, ja, mach mal Ingenieur. So. Sieht mehr als gut aus. Brauchen wir keine Nahrung? Brauchen wir immer. Wir müssen uns halt hier entscheiden, nehmen wir Mineralien oder nehmen wir die Nahrung? Und dann gucke ich immer, ob wir die Nahrung brauchen, weil wenn wir jetzt dieses Bergbau-Ding bauen, dann verlieren wir die eine Nahrung. Aber das ist okay. Hier haben wir sogar zwei Nahrungen, aber wir bauen ja hier diese Grenzklinik, von daher noch mehr Mineralien. Zack. Ah, der hat irgendeine Lebensform gefunden. Plus 3. Das lässt sich doch bebomben. Upp. Weil die gerade im Kampf ist. Sehr schön. So, einer weniger. Bomben. Eigentlich bei noch mehr sein. Achtundsiebzig. Der will immer noch nicht aufgeben, unglaublich. So, wo gehst du denn noch hin? Geh mal hier hin. Das war nicht so klug von dir. So, haben wir das auch. Die machen alles, die forschen. Verblüffend. Aufgegebener Kreuzer.
Dann machen wir hier weiter, wenn er fertig ist. Sieht's denn aus mit der Forschung? Irgendwie nur Mist bekommen in der letzten Zeit. Bräuchte mal irgendwas für Energie. So, gucken, wo sind die? Die greifen hier wieder an. Da ist noch ein Planet von denen. Wenn wir den bomben, dann denke ich mal, geben die auf. Oder wenn wir hier deren Raumhafen zerstören. Die sind immer extrem viel Punkte wert. So, und dann haben wir die hier als Vasall, so als Puffer. Und können uns hier noch ein bisschen ausbauen, wenn wir dann mal bessere Technologie kriegen. Hier oben könnten wir uns vielleicht auch noch mal hinpflanzen. Dann bin ich eigentlich eher dafür, weil die sind einfach zu stark hier. Die kriegt man nicht mehr kaputt hier. Die sind uns auch überlegen. Jetzt muss man halt dazu sehen, die rechnen halt nur mit meiner Stärke, aber wenn ich in denen mit Krieg bin, dann kommen die beiden ja dazu und wenn der sich noch ein bisschen wieder erholen kann, hat man ja gesehen, der andere von mir, der hat ja auch eine Flottenstärke von 1000, 2000 fast. Und wenn der andere sich das auch wieder aufbaut, dann habe ich halt den und den. Also, es könnte ausgeglichen sein, aber es wäre wirklich ein ziemlich harter Kampf. Deswegen wäre das Klügste, wenn wir uns die hier noch schnappen. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 gegen einen. Das sollte doch hoffentlich klappen. So, die sind weg. Wir gucken mal kurz. Weil wenn wir das jetzt bebomben, war vielleicht bei 100%. Natürlich nicht, wenn... Wo ist denn jetzt der eine? Will nur dich. Aber glaub bloß nicht, dass wir jemals vergessen werden, wie hat es ihr bestmöglicher Ausgang. Hey! Dann machen wir hier weiter. Immer, genau. War hier noch irgendwas? Ja. Scheinbar nicht. Okay, aber lief doch gut. Zack. Schon haben wir unseren neuen Vasall. Wo ist denn der hier? Natürlich mag der uns jetzt auch nicht mehr. relative Macht von Untertanen. Also irgendwie verstehe ich nicht. Ich habe so eine Riesenarmee. Trotzdem ist dieser Wert so niedrig. Beidseitige Bedrohung plus 8. Damit meinen die bestimmt den Großen hier. So, wie sieht's aus? Oh, hier, wir haben fertig. Wir haben fertig. Grenzerweiterung. Galaktische Bestimmung. Oh, ist sogar ein Ra. Das muss man nehmen.
Müssen wir nehmen. Wir gucken mal noch mal Kontakte. Wollt ihr uns noch mal Energie geben? Oh, so viel haben sie nicht. Zack, zack, zack. Zack. Bitte, danke. Sehr gut. Das hat auch wieder erklärt. So, Forschungsschiff forscht. Ich würde sagen, wir schicken euch mal hier hin und bauen mal hier mal eine neue Wurmstation. Wurmlochstation, damit wir hier unten so mit hinkommen. Und die können wir mal reparieren lassen. Schließen wir alle dann zusammen. Oh Gott. So, die forschen, alles schön. Das ist auch ein bisschen nervig hier. Scheinbar kann er das nicht machen. Und trotzdem macht das und verschwendet hier gerade seine Zeit. Dann. Er soll aufhören. Stopp. Weil er ist nicht stark genug. Wie kann ich ihn jetzt sagen? Hör auf. Will nicht auflösen. Anhalten. Also ein paar Bugs hat das Spiel auf jeden Fall noch. Der müsste einfach sagen, bin ich stark genug, um das zu machen. Erlangte Eigenschaft. Na toll. Kann ich denn das sehen? Erfahrungszuwachs. Na, der kriegt keine Erfahrung mehr. Naja, egal. Das ist egal. So, das Spiel geht weiter. Bla bla bla. Hier sind auch noch Trümmer. Auch noch erforschen. So, genau, er ist da. Wo ist er denn? Kann ich gesehen. So, der baut da ein Wurmloch hin. Haben wir sonst irgendwas, was wir bauen können? Es sind zwei Einer, das lohnt sich nicht. Der müsste jetzt hier drin sein. Na, ich glaube, Mineralien haben wir langsam echt en masse. Dann kannst du. Warum?
Verstehe ich nicht. Oh, hier. So, ich habe, glaube ich, den falschen angeklickt. Ups. Auf jeden Fall. Danach bau du da. Da und da. Dann haben wir da auch noch ein bisschen mehr. Hier ist ziemlich viel los. Arktische Welt mit 17. Eigentlich müssten wir uns hier mal erweitern, aber wir brauchen halt erst noch eine Forschung. Mal gucken. Ja, tausende zerfallene Objekte. Super. Das Wurmloch ist fertig. Kommen wir bis hier hinten hin. Die Frage, ob es sich eigentlich jetzt lohnt, nochmal ein Forschungsschiff zu bauen. Haben wir denn Erkundungsgeschwindigkeit, Hyperraumsensoren? Oh, Kraftwerke. Ja, unbedingt. Wir haben's. Wenn wir all unsere Kraftwerke verbessern, dann haben wir vielleicht irgendwann jetzt mal kein Defizit mehr. Eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Wir können hier unsere Mineralien gegenhalten. Können wir eigentlich einen besseren Raumhafen bauen? Nee. Fehlt uns die Technologie. Schade. Wie sieht's hier aus? Mehr Forschung, Physiklabor, Physik, Bergbau. Der geht woanders hin. Okay, tschüss. Bergbau. Forschung. Uiuiui. Bergbau. Silo. Physik. Entfernen hier. Forschung. Oh, hier sieht es aber mit Dings nicht so gut aus. Dem Fall wollen wir hier vielleicht doch mal so eine. Kann man das nicht? Bauen wir erstmal hier eine Hydraulikfarm. So. Oh, hier, mineralreich, cool. War das auch? Die migrieren alle hierher, warum auch immer. Oh, hier. Das, was Energie hab. Das können wir auch entfernen. Sieht gut aus mit der Nahrung. Sind wir soweit hier fertig? Dann gucken wir hier nochmal. Hier brauchen wir Ingenieur. Zack. Nahrung ist okay. Ja, eine Grenzklinik bauen. Nochmal Silo hin. Dann ist eigentlich jetzt alles schön am Bauen, am Tun, am Machen. Hier haben wir auch genug Nahrung. Supi. Wie gesagt, wir brauchen leider erst eine Forschung, womit wir uns mehr Planeten effizienter kontrollieren können, sodass wir halt weiter es erweitern können. Boah, die sind so groß, ey. Das tut weh. Wir haben ihn zum Glück hier noch als Puffer. Wenn, dann greifen sie erst ihn an.
Und in der Zeit können sie ja bei ihm alles kaputt machen und wir gehen dann halt rein und versuchen, deren Schiffe zu zerstören. Also wir haben fast 5000 Stärke, das müsste eigentlich gut reinknallen. So, hier ist eine Forschung fertig, sehr schön. Trefferpunkte? Nee. Raketen? Nee. Das ist ja teuer. Gauss-Geschütz. Na komm, das geht schnell. Mal gucken, was er für ein Dings hat. Da achte ich irgendwie nie drauf. Wo denn? Warum ist denn das hier nicht genommen worden? Projekt erforschen. So. Dann gehen wir mal hier unten weiter. So. Können wir vielleicht mal ein bisschen schneller machen? Ist ja gerade nicht so viel los. Dann nochmal traden. Gucken, wie viel die wieder haben. Wir uns mal einen anderen suchen. Der hat jetzt hier nicht mehr so viel. Jetzt hatten wir den. Gucken wir mal bei ihm hier. Er hat auch nicht so viel. Okay, wird es langsam ein bisschen knapper. Müssen wir halt gucken, dass wir jetzt hier diese Forschung abschließen. Ja, noch 20 Monate, okay, dauert noch ein bisschen. Grenzerweiterung. Plus 20%. Das ist sehr gut. Ich trottel, ich habe die falsche Galaxie-Auswahl genommen. Es gibt ja hier so dieses, ich weiß gar nicht, Spirale. Dann gibt es aber auch die ganz normale Galaxie, da wären hier nicht so eine Zwischenräume. Dann hätten man, dann machen sich sowas mit der Grenzerweiterung, wenn die sich hier um 20% erweitern, hätte ich hier bestimmt noch 6, 7, 8 Planeten mehr gehabt. Aber jetzt ist immer hier so ein Zwischenraum. Das war ein bisschen dumm. Ah. Inaktives Gebäude. Warum ist da keiner? Zack. Wir kriegen Influence. Geil. Boah, dann gehen wir gleich hier weiter. Pirak Allianz. Quatsch. Pirak ist, sind das nicht die? Ja. Ich denke mal, die werden den oder dem den Krieg erklärt haben. Oder vielleicht hier irgendjemanden, den man noch nicht sieht. Gott, die werden so groß. Also es kann sein, dass das Spiel hier nicht mehr lange geht. Arbeitslosigkeit, warum? Dann bauen wir dir halt ein Silo. Aber hier. Mal 3, das ist egal, machen wir mal. Wir müssen mal so ein Ding bauen. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir auch ein Achievement dafür. So, ich denke mal, wir machen dann hier mal einen Cut. Sind auf jeden Fall ein gutes Stück weitergekommen. Der muss sich jetzt erstmal wieder ein bisschen aufbauen und erholen.
und auch seine Armee wieder aufbauen. Aber dann haben wir auf jeden Fall zwei gute Vasallen. Ich hoffe mal, die rebellieren nicht irgendwann mal gegen uns. Davor habe ich irgendwie so ein bisschen Schiss. Aber wir werden sehen. Let's Play, kann alles passieren hier. Und ich habe halt Iron Man Mode an, von daher, ich kann nicht speichern und neu laden oder so. Von daher, wenn ich untergehe, dann gehen wir unter. Die ganzen Arbeitslosen hier. Bauen eine Militärakademie, machen wir mal so. Wir machen hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, einfach liken, kommentieren, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Tipps oder Tricks. Und ein Abo wäre auch richtig hilfreich, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.